Herzlich willkommen, Richard. Vielen Dank für die Möglichkeit mit dem Interview zu unserem Token in Markranstädt. Frage 1 direkt an dich. Warum Leipzig als Standort für dieses Projekt? Leipzig generell ein interessanter Standort, aber warum Leipzig und warum der Vorort von Leipzig und warum nicht direkt in Leipzig City? Ja, danke dir auch. Eigentlich ganz einfach zu sagen, also Leipzig ist eines unserer ersten Gründungsstädte gewesen, sage ich mal, wo wir angefangen haben. Und nach wie vor Deutschlands schnellst wachsende Stadt. Und das beantwortet eigentlich auch schon mehr oder weniger deine Frage zum Vorort. Weil wenn eine Stadt schnell wächst, ist irgendwann auch mal Ende im Gelände. Und dann müssen die Leute nach außen. So, also gehen sie in die schönen Vororte, wo es noch ein bisschen ruhiger ist, die gut angebunden sind, wo es gute Infrastruktur gibt. Und das hast du in Leipzig eben mit Markkleeberg, das hast du mit Borsdorf in Leipzig, in Schkeuditz, da ist bekannt durch den Flughafen oder Seehausen, wo BMW ist, aber eben auch durch Markranstädt, was super von nah an zwei Autobahnen ist, die du aber nicht hörst. Du hast einen See in der Nähe, du hast eine sehr gute Infrastruktur. Und demnächst auch deutlich größere Industrie. Da wird eine große Herzklinik gebaut von brasilianischen Investoren. Und das merkt man auch schon seit Jahren, sind die Preise extrem steigend in Wackerstedt. Und ein klassischer Einfamilienhausmarkt. Also klassisch die Familie, die dorthin zieht. Da gibt es Schulen. Das passt alles. Und von daher, ja, super Lage für uns und auch für das Projekt. Super schönes Projekt. Und wie sind die Preise in Markranstädt im Vergleich zu Leipzig City wahrscheinlich wesentlich günstiger und damit auch besser aus Investorensicht? Tatsächlich gar nicht so viel günstiger zu Leipzig. Es ist halt ein anderer Markt. Ne? Also du hast in Leipzig keine Chance mehr, groß ein Einfamilienhaus zu kaufen oder ein Grundstück, wo du ein Einfamilienhaus drauf bauen kannst. Das geht tatsächlich nur noch im Umland und das merkt man natürlich. Und deswegen sind auch die Preise im Umland schon extrem hoch. Und so ein, ja, so ein besonderes Grundstück, so wie wir es haben in Markranstädt, mit dem Vorder- und Hinterhaus, wo du auch ja, gut zwei Generationen unterbringen kannst, mit einem schönen Innenhof, der zum Verweilen einlädt, ist das schon was Besonderes, was es in Leipzig, also ich kenne es nicht, dass man es hier noch irgendwo findet aktuell. Also die Preise sind tatsächlich ja, nicht viel, viel günstiger als in der Stadt. Jetzt hast du ein bisschen schon das Projekt angeteasert. Ein paar Bilder sind auch auf der Webseite drauf und eine kleine Beschreibung, aber vielleicht erzählst du uns mal als Mann, der den Hut auf hat, mehr über das Projekt. Ja, ein ganz besonderes Projekt für mich, weil ich es liebe, so Einfamilienhäuser zu entwickeln und zu bauen und am Ende an eine Familie zu übergeben. Ist ja klassisch kein Investorenprodukt, wie es sonst unsere Mehrfamilienhäuser sind, sondern ist ja klassisch ein Eigennutzerprodukt am Ende. Und hier kann man sich immer so ein bisschen in Designtechnik natürlich ausleben. Und wir haben ein wunderschönes Haus mit einem Vorderhaus, was sich in die Straßenlinie einfügt und auch dementsprechend den Stil der Straße aufgreift. Eine wunderschöne, ruhige Straße, nur Einfamilienhäuser, sehr ruhig, sehr familiär. Und dann das Ganze verbunden mit einem Hinterhaus über eine Brücke durch den Innenhof, was ganz Besonderes, mit einem Hobbyraum bzw. einer Sauna, hinten auch nochmal für die Kinder extra Platz, sodass man auch sagen kann, okay, man kann Eltern und Kinder so ein bisschen trennen, was ja irgendwann in einem älteren Stadien der Kinder ganz interessant werden kann für alle gemeinsam. Und ja, super schönes Projekt und dennoch aber halt auch der Innenhof, der durch die Sonne ja sehr gut belebbar ist, der zum Verweilen einlädt und wo man auch absolut seine Privatsphäre hat. Und deswegen finde ich das Projekt ganz toll und ich freue mich drauf, dass es jetzt ja bald losgeht. So ein, also quasi ein echtes Pionierprojekt, weil das soll ja in Deutschland immer öfter kommen. Andere Länder haben das ja schon, wir noch nicht so, so Mehrgenerationenhäuser. Ja, tatsächlich. Also was heißt Pionierprojekt? Also es ist tatsächlich, es bietet halt einfach eine Möglichkeit. Das muss man ganz klar sagen. Du lebst im Grunde in zwei Häusern, aber dennoch in einem Haus. Du musst nicht nach draußen gehen, um die Häuser zu wechseln, was es ganz besonders macht für mich. Also ich finde es toll geplant, ich finde es eine tolle Idee. Und so kannst du natürlich langfristig schauen, dass du dort, ja, mit der Familie, ob alt und jung oder jung und jung zusammenlebt, dort hast du alle Möglichkeiten. Und ich kann natürlich auch in Designtechnik relativ viel machen, also eine wunderschöne Küche, eine gute Sauna einbauen,
Einfach so kleine Gimmicks, die einfach sehr, sehr gut ankommen beim Endkunden, wo der vielleicht gar keine Lust drauf hat, sich mit zu beschäftigen und dann sich da noch eine Sauna einbauen zu lassen oder irgendwas. Und das finde ich halt so interessant in dem Bereich. Das hast du im klassischen Investorenprodukt, in der Eigentumswohnung hast du das nicht. Da geht es eher darum, wie Rendite kann ich machen, wie viel Miete kann ich generieren. Das ist eher so der Faktor dort. Mhm. Jetzt hast du uns schon einiges von dem Projekt erzählt und was du so vorhast mit Sauna und Innenhof. Wie ist denn der aktuelle Stand jetzt gerade? Aktuell sind wir jetzt gerade in den letzten vorbereitenden Maßnahmen und des Projektes passen gerade nochmal die Energiewerte an, sodass wir dann auch entsprechend ein nachhaltiges Haus oder ein nachhaltiges Produkt liefern können. Das ist uns auch ganz wichtig bei der aktuellen Energiethematik. Und ich denke mal, dass wir Mitte, Ende April, Anfang Mai mit dem Bau beginnen werden. Der dann voraussichtlich wie lange dauern wird? Kann man das schon abschätzen? Kann man schwer abschätzen, aber also wir werden dann heute in einem Jahr wird auf jeden Fall jemand drin wohnen, das ist sicher. Okay, geht ja dann doch relativ schnell. Ich glaube, das könnt ihr machen, weil ihr auch eure eigenen Handwerker habt, ne? Weil ihr nicht warten müsst, bis mal Handwerker frei werden. Genau, wir können das relativ gut abbilden über unseren eigenen Handwerker und das ist natürlich ein Riesenvorteil, den viele am Markt nicht haben. Wir können das schnell machen und das bringt natürlich immer sehr gute Zeitpläne mit sich. Die nächsten Schritte sind jetzt die bauvorbereitenden Maßnahmen. Das Grundstück ist natürlich etwas verwachsen geworden die letzten Jahre, weil da nicht viel gemacht wurde. Wir werden dort jetzt anfangen, den alten Baumbestand holzen und das Ganze ein bisschen frei zu machen und dann geht's los. Jetzt ist es unser erster Token, den wir zusammen auflegen. Wofür wird denn das Geld der Anleger genau verwendet in dem Projekt? Das Geld der Anleger wird eigentlich genau dafür verwendet, wofür es auch gedacht sein soll, nämlich zum Bau des Objektes. Wir nutzen jetzt die Gelder, um schnell voranzukommen, um schnell bauen zu können, um uns gute Materialpreise zu sichern. Weil das ist das A und O. Da können wir tatsächlich auch trotz unseres eigenen Bautrupps nicht viel dran rütteln. Die Baupreise sind die Baupreise oder Materialpreise sind die Materialpreise und das müssen wir mitgehen. Und ich denke, da können wir, wenn wir je schneller wir sind, auch andere Preise raushandeln. Wir haben sowieso generell schon sehr gute Preise, aber hier geht es ja wirklich darum zu sagen, okay, wir haben den besten Preis, wir können schnell sein, wir können aktuelle Situation nutzen. Aktuell sind die Preise sehr am Fallen, weil der ganze Markt gerade aktuell im Bau ein bisschen runtergeht. Das schafft wieder für uns im Einkauf natürlich extreme Chancen und dafür nutzen wir die Mittel. Und da habt ihr bestimmt auch Synergieeffekte, weil ihr noch andere Projekte in Leipzig habt, oder? Natürlich, also sagen wir mal so, das Markranstädt-Projekt ist ja ein sehr kleines Projekt für uns und spiegelt jetzt nicht unbedingt die normale Größe von uns wider. Aber wir können natürlich davon zehren, dass wir sehr viel Material beziehen und dementsprechend nochmal günstiger einkaufen. Und wer schnell und günstig einkauft, baut damit auch schnell und günstig.